Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Zweitliga-Begegnung zwischen dem SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf mit beiden Cheftrainern. Das Wort geht zunächst unserem Gast Markus Gellhaus, bitte. Ja, ich denke, dass wir heute ein sehr, sehr intensives Zweitligaspiel gesehen haben auf gutem Niveau. Das Spiel hätte aus meiner Sicht in beide Richtungen ausschlagen können, weil es, wie gesagt, sehr eng war, sehr intensiv. Und wir haben das bessere Ende für uns gehabt, weil wir vielleicht auch Tuck besser waren in der Umschaltbewegung. Wir haben da sehr zielstrebig rausgekontert, rauskombiniert. Am Ende sind wir nochmal unter Druck gekommen. Ich denke, das ist normal, wenn man gegen so einen starken und ambitionierten Gegner spielt, dass man nicht über 90 Minuten da die Oberhand dementsprechend behalten kann. Ja, wir wollten heute unbedingt als Sieger vom Platz gehen, das haben wir nicht geschafft. Sind sehr gut ins Spiel gekommen. Ich denke, hatten da auch Möglichkeiten, das Zweite nachzulegen. Haben in der Phase einfach gut Möglichkeiten rausgespielt, haben dann weniger. Es ist dann weniger geworden im Laufe der ersten Halbzeit. Wir sind einfach passiver geworden und das kann man sich in der zweiten Liga natürlich nicht leisten. Auch nach der Halbzeitpause kommen wir raus und sind einfach nicht aktiv genug dagegen angegangen und sind dafür bestraft worden. Und erst nach den zwei Gegentoren hat man dann so das Gefühl gehabt, so, jetzt sind alle wieder wach, sind alle wieder da. Und da war dann die Entschlossenheit wieder zu sehen. Und die muss man eben über 90 Minuten bringen. Wir sind da am Anfang eines Weges, natürlich. Ganz klar, was die Abstimmung betrifft, aber nichtsdestotrotz hätte ich mir natürlich gewünscht, dass wir das 19 Minuten durchziehen, egal wie es läuft. Und das haben wir nicht gemacht und sind dafür bestraft worden.